Hi, willkommen zu einer neuen Folge Elden Ring. Letztes Mal haben wir ja im Siegelgefängnis ein bisschen Prügel hier bekommen. Also wir haben schon von Margit, von den Drachenprügel bekommen und der Boss von letztes Mal, das war bisher der, gegen den ich am wenigsten Land gesehen habe. Deswegen lassen wir das erstmal sein. Der tut mich halt clean to hitten mit seinen dicken gefrorene Rosine. So, und dann sind wir jetzt hier beim Sturmtor. Was interessant ist, da sind wir ja ganz am Anfang des Spiels unten durchgegangen. Hui. Und die verteidigen hier tatsächlich was. Da lag eine Kiste auf jeden Fall. Was verteidigt ihr denn? Weitschuss-Talisman. Was ist das? Erhöht die Schussweite für Bögen. Ja, wenn ich einen Bogen hätte, dann könnte ich den nutzen. Deswegen skill ich auch noch überhaupt nicht in Geschick. Ich habe noch keine Distanzwaffe, gar nichts gefunden. Was mich viel mehr ärgert, ist, dass ich noch gar nichts an Glauben Waffen gefunden habe. Das habe ich, by the way, letzte Folge in der Feste vergessen. Ich wollte doch mit den Glauben-Typi reden. Naja, ist jetzt egal. So, okay. Dann würde ich mal sagen, da war. Deswegen, wir gehen mal in die Richtung hier. Und gucken, ob hier noch irgendwas zu finden ist. Von den Siegelgefängnissen lassen wir, wie gesagt, erstmal die Finger. Da ist ein Typi drin, der Aua-Aua macht. Ist das da hinten ein Wolf oder ein Schaf? Sieht das Schaf aus, ne? Ja. Okay. Ja, wenn hier keine Gegner sind, dann werden wir, denke ich, meinen Gaul benutzen, damit wir ein bisschen schneller vorankommen. Ah, warte, was ist da? Oh, das ist natürlich noch geiler. Ich brauche mit den Pferden nur dagegen laufen. Das ist natürlich noch besser. So, das sieht doch interessant aus. Oder? Wo bin ich jetzt hier? Es sind die Sturmkatakomben. Da waren wir ja schon. Aber wenn hier so ein Monument ist, könnte das doch interessant sein, oder? Ist hier irgendwas Interessantes? Lauter kaputte Statuen. So, wird auch Zeit, dass ich mal hier die Welt mit dem Pferd erkunde. Ich bin vorher die ganze Zeit zu Fuß gegangen. Totaler Blödsinn. Geht mit Horsey viel, viel schneller. Was war das? Fledermäuse! Hallo? Komm da runter. Ja, wenn du nicht willst. Aua! Na, wollen die anderen? Dann lasse ich sie in Ruhe. Wenn sie nicht wollen. Oh, was haben wir denn da? Ein Item. Sternenlichtsplitter. Das habe ich schon mal gefunden. Nutzen um schrittweise. Ach so, das ist das. Okay. Gucken wir mal hier an den Rändern, ob hier irgendwie was zu finden ist. Da ist ein Wald, okay.
Also das stimmt nicht wirklich. In dem Wald bin ich schon drin. Oh, Wildschwein. Mittagessen. Was sind das denn für Dinger? Sehen aus wie Quallen irgendwie. Ich gehe mal da hoch. Irgendwie komme ich nicht dahin, wo ich hin möchte. Ah, die gibt es hier überall, so wie es scheint. Ja, die sind hier in den Wald. Sind das Gegner? Ja. Okay, wenn das Gegner sind, dann gehe ich mal von Sturmwind runter. Ich habe auch Sturmwind, nämlich kein Schild zur Verfügung. Also wenn ich sie haue, werden sie rot. Was immer das bedeuten mag. Ah, die Skelettjungs sind hier auch. Also hier in dem Wald wird es was geben. Ich bin umzingelt. Dicker Skelettboy. So klappt das nämlich auch perfekt. Menschenknochen. Ich weiß nicht, ob ich vor diesen Quallen Angst haben muss. Also rot bedeutet Gefahr normalerweise. Ah, und die anderen mögen das gar nicht, wenn ich die Kollegen hier angreife. Ich hau die mal vorsichtshalber um. Ich habe echt ein bisschen Schiss vor dem, was passiert, wenn ich das nicht tue, wenn die mich irgendwie angreifen. Auch wenn die, ja, nur 14 Runen geben. Vielleicht bekommt man ja was, wenn man hier alle Quallen umboxt. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber vielleicht. Ein Schmiedestein. Ja, mittlerweile brauche ich Schmiedestein 2. Nein, 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 nein. Mich nicht packen lassen. Da vorne sind auch noch Quallen. Dafür, dass du mich so erschreckt hast, kriegst du einen auf die Omme. Ja, da vorne sind wieder ein paar Quallen. In dem Wald ist hier bestimmt noch irgendwie Items versteckt. Deswegen gehen wir hier mal ein bisschen häufiger nach rechts und links. Das ist die Klippe von eben, wo ich die Quallen von Pferd aus gesehen habe. Ein Friedhof, yay! Da bin ich perfekt aufgehoben. Kann man mich gleich bestatten, wenn ich ablebe. Hallo. Ich will das Aufstehen des Skelettis bitte verhindern. Danke. Ich wollte eigentlich die Qualle hauen, aber ja, Skeletti ist gestorben. Sehr gut. Ah, Mann. Das mit der Fackel nervt ein bisschen. Die mache ich mal weg. Die brauche ich nur in dunklen Orten. Ist das eine Eule? Tatsächlich. Oder nee, ein Falke. Nee, Eule? Eule oder Falke? Nee, Eule.
Ey, mein Loot! Ne, da springe ich nicht runter. Erstmal schön ins Leere hauen. Ja, irgendwie bin ich von diesem Ort noch nicht so beeindruckt. Hier sind zwar viele Quallen und so. Ah, das war's auch. Okay, jetzt habe ich das erstmal einen Quallenangriff abbekommen. Das ist der nächste Skeletti. Okay. Hier sind ein paar mehr Gegner. Vielleicht ist hier irgendwas dann. Was bist du denn für einer? Bist du auch Skeletti? Ja. Mit zwei Waffen. Noch ein Skeletti irgendwo? Waren das jetzt alle? Wo geht's denn hier hin? Achso, ja, okay. Dann gehe ich wieder, wo ich herkomme. Das sah ein bisschen so aus, als ob man hier Margit irgendwie skippen könnte, oder? Das war nicht so. Okay, viele Quallen auf einen Haufen. Okay, da blinkt ein Item, das bewachen die Quallen hier anscheinend. Okay, die können mich vergiften. Stehe ich gar nicht drauf. Okay, hier gibt es mehrere Items. Zwei auf jeden Fall. Sag mal. Nee, es wird nicht gekotzt. Nein. Oh oh. Kommt da runter, Mann. Sonst komme ich zu euch hoch. Oh, da ist noch ein Item. Drei Stück oder so sind hier. So, jetzt habe ich hier erstmal auf jeden Fall aufgeräumt. So, da war ein Item. Blutrose. Da war was. Asche, das ist dort ein Godrack. Okay. Das ist der Preis für das Waldgebiet hier. Irgendwo war hier noch ein Item. Da. Und Magiefett. Finde ich, glaube ich, zum ersten Mal. Oder? Waffenverzauberung. Verursacht Magieschaden. Ja, okay. Sobald ich weiß, welche Gegner dafür anfällig sind. So. Und da unten würde es jetzt zu Margit oder so gehen. Ich porte mich mal zu meinen Dings, zu meinem Punkt. Ich glaube, ich kann Level Up machen. Nee, nicht Zeit voran. Stufenaufstieg. Nope, kann ich nicht. Okay. Ich gehe noch mal runter. Um genau zu gucken, ob ich hier nichts übersehen habe. Oh. Jungs, nervt mich. Ich glaube aber, hier war sonst nichts mehr. Hier ist halt der Wald, ne? Und
Sonst ist hier nichts, ne? Okay. Dann gehe ich mal zu... Ich habe irgendwo noch eine Markierung. Wo ist die? Ja, die war das. Dann gehen wir mal zu den See da. Nee, wir gehen erstmal zu den Gebäude da. Dann können wir automatisch zu den See. Ich muss ein bisschen koordinierter vorgehen. Okay. Einfach rechts vom Wundersaatbaum. Okay, da ist der Troll, der runterspringt. Kann der hier irgendwie hin? Oh, da habe ich ja Glück, dass die Wölfe nicht mit runtergekommen sind. Mama Wolf, bitte. Lass es einfach sein. Kann der irgendwie hier hin? Oder beziehungsweise gibt es was bei ihm? Ja. Nein, nimm von mir keine Notiz. Okay. Dann, wo war das? Hier war das. Gibt es hier irgendwas? Ja, hier gibt es auch diese Runenfragmente, ne? Mhm. Ich wollte eigentlich nicht absteigen. So, okay. Dann ist da gleich ein See. Da ist erstmal ein Wolf, den ich abschlachte. Kommt man auf den Turm da irgendwie rauf? Sieht nicht so aus, ne? Ist ein... Nee, ich glaube nicht. Oh, oh, im Land der Riesen bin ich hier anscheinend. Ja, dich kenne ich ja noch. Vom Strand. Ja, und du bist noch immer so hart gepanzert wie vorher, deswegen lassen wir dich, glaube ich, in Ruhe. Trinas Lilie. Uiuiui. Der verfolgt mich ja. Ja. Okay, beruhig dich, beruhig dich. Ich bin schon weg. Oh, was ist das da? Ich darf jetzt mich mit 10.000 Trollen anlegen und aufpassen, dass ich nicht alle auf einmal triggere. Ja? Nein! So kann ich dich doch nicht punishen! Okay. Der ist da irgendwie aufmerksam geworden. Okay. Ich hoffe, das ist was Gutes, was da die Maid hält. So wie die Jungs hier das bewachen. Ich sag mal so, das ist...
Für Early Game kein schlechter Trainingsspot. Weil die geben ja 1000. Du musst bloß sicher sein, dass du gegen die nicht verlierst. Ja, okay, sie dauern etwas. Also vielleicht doch nicht so ein geiler Farmspot. Aua. Ich muss bloß ein bisschen aufpassen, dass ich nicht einen zweiten irgendwie triggere. Das Brüllen gefällt mir schon mal. Ey, das war ein klarer Treffer. Druckwelle war auch nicht so geil gerade. Hallo, ich bin doch gerollt. Flakor kam genau im richtigen Moment. Der Tod kam auch im richtigen Moment. Ah, ja, es war falsch eingeschätzt. Ich dachte, er ist mit einem Hieb weg. Fuck! Oh, da ist ein Häuschen. Erstmal. Zu den Items da hinten, wo die ganzen Riesen rumhängen. Wo bin ich denn jetzt? Das ist ein. Okay, den habe ich eben gar nicht hier gesehen. Oh lol, das ist ein versteckter Ort. Geh mal weg. Was zum Teufel? Lebt er jetzt noch? Nee, ne? Doch, der setzt sich wieder zusammen. Ja, moin! Der kann sich einfach in die Luft jagen. Oh, Runen. Okay, langsam wird's langweilig. Okay, wir plündern erstmal den Friedhof hier. Und dann muss ich meine Runen wiederbekommen. Ja, viele Runen. Nee. Okay, das ist anscheinend ein Gegner, der sich einfach selber in die Luft jagt. Da haben wir auch noch was. Also bisher sind es nur Runensteine. Was heißt hier nur? Damit kann ich aufleveln, ne? Also werden wahrscheinlich die 200er sein, schätze ich mal. Ja, da unten, okay. Hier ist der See, ne? Wo sind meine Runen? Da. Ich versuch mal was. Ich versuch mal, ob ich mit Sturmwind einfacher gegen die ankomme. Weil die Attacken sind zu langsam für Sturmwind. Jo, viel einfacher, viel einfacher. Sturm.
Schubin, ich habe dich am Anfang des Spiels sehr, sehr ignoriert, aber mittlerweile schließe ich dich ins Herz. Komm her! Oh, scheiße, ich habe den anderen mitgetriggert, ne? Das ist schlecht. Stuben weg! Der eine zieht das Schwert. Aua! Er ist ein bisschen blöd. Zwei auf einmal ist scheiße. Habe ich erwischt, okay. Oder Sturmwind viel mehr. Ja, ist gut. Ah, der andere kommt langsam auch in der Nähe wieder. Ja, der ist gestunt und damit weg. Okay. Okay. Ich hab daneben gehauen. Komm, Sturmwind! Den machen wir zusammen fertig! Aua! Okay, Sturmwind, nicht zu optimistisch werden! Okay. Ich werde ein bisschen zu übermütig. Mann! So, weg mit dir! So, was ist das denn hier? Da ist ein Riss drin! So. Wir gehen mal runter. Da ist zwar noch der ein oder andere Troll, aber erstmal interessiert mich, was das hier ist. Warum kann ich damit nicht interagieren? Okay, Leute, da brauche ich eure Hilfe wieder. Was kann ich hier machen? Oh, hoppala. Okay, ich denke mal, wir werden für den Rest der Folge hier noch gerade die beiden Riesen hier platt machen. Mann, Sturmwind! Mach nicht immer, was du willst. Ah, kommt das Schwert und macht Aua. Haha, getunnelt! Oh. Ich hab ein Problem! Ich hab ein Problem! Aber die haben sich gegenseitig umgeboxt. Naja. Okay, Sturmwind, du bist mir in dieser Folge ans Herz gewachsen. Ich mochte dich schon im Kampf gegen den Drachen am See.
Aber heute habe ich dich wirklich erst zu schätzen gelernt. Er muss doch eigentlich sein Schwert ziehen. Ja. So. Aber ich finde echt, das ist für frühen Spielstadium kein schlechter Ort zum Farmen. Vor allem mit Sturmwind. Du hast hier... Wie viele Trolle waren das jetzt? 5 oder 6? Das sind halt 6000 Punkte. Okay. Oh, hier gibt es viele Runenfragmente. Ja, ja, haut bloß ab. Okay, was ist das für ein Gebäude da? Ist da irgendwas? Das wird wahrscheinlich nur so ein Steinblock wieder sein. Oh, da ist so ein Ding, was mir ein Geheimnis zeigt, ne? Oh, Moment, hier oben kann man hin. Ja, und ist hier nichts. So, wo habe ich jetzt das Ding gesehen von eben? Ah, das ist, da unten kann ich noch hin. Ah, wo ist jetzt dieses Teil, was ich eben gerade gesehen habe? Moment, ich gehe mal runter. Oh, hoffentlich. Das war ein bisschen viel Fallschaden. Ich habe hier doch eben so ein Ding gesehen. Hey, wo ist das? Verratet es mir. Ah, da ist es. Okay, auf Sturmwind geht das nicht. Fühler und Torwächter, jener, die zu den Brücken heimkehren. Da. Ach, hier oben zeigt er mir irgendwo hin. Okay. Ja, Leute, ich würde mal sagen, wir beenden die Folge an dieser Stelle. Okay, was ist das da unten? Auch interessant. Ja, wir haben hier noch ein bisschen was zu erkunden, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal und ciao!